Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Trauer Simulator 2023. Ich tauche nicht im Protokoll auf. Was sagt uns das? Ja. Dieser verschickte Weltenonkel hat nicht funktioniert. Was will er von mir? Warum ist das so? Was ist geschehen? Warum macht er nichts? Was ist ein verficktes Problem? Da ist dieser Kack-Weltenonkel und er macht nichts. Seht ihr? Das ist einfach fließende Lava. Es passiert nichts. Da passiert gar nichts. Ist das dein fucking Scheiß Ernst hier? Ha? Jetzt aber lange gebraucht hier. Ja gut. Ja, ist nichts passiert. Gar nichts. Oder doch? Warum ist hier so viel Zeug im System? Ich hab da auch keine Ahnung. Wie ist das eigentlich? Dieses Compress-Zeug. Das hier. Da kriegt man nur einen raus. Und wenn ich den aber koche, kommt er. Okay, da kommt auch nur einen raus. Gut. Das heißt, aus viermal gesiebten Kies bekommt man nur einmal Kies zurück. Naja, ist aber fair. Ja. Gut, dann heißt das aber ganz ehrlich, dann ist mir das alles völlig egal. Dann mache ich nämlich hier doch eine Doppelkiste hin. Ungefähr so. Und jetzt können wir nämlich das Ding hier verbreitern. Ja, das Ding hier können wir wieder wegbauen. Das Ding macht halt gar nichts so. I don't know. Und dann können wir nämlich das Ding hier verbreitern. Und ich meine, die Anlage reicht zwar nicht aus, um das zu verarbeiten. Muss sie aber auch gar nicht, weil der eh nicht durchläuft. Ne? Das Ding macht ja eh nur dann was, wenn wir in der Nähe sind. Das heißt, das Ding hat große Pausen. Und während wir da sind, wird zwar die Pipeline überlastet, ist aber kein Problem, weil wir haben hier diesen Puffer. Und wenn wir den halt schon groß haben, dann dürfte die Anlage eigentlich nicht unter ihrer Last erdrückt werden. So, die Theorie. Das Ganze werden wir jetzt mal ausprobieren. Die wird die Anlage verbreitern. Wer hätte es gedacht? So, um die Anlage zu verbreitern, muss ich nachüberlegen. Ich muss eigentlich nur... das hier vorne verbreitern. Na, und wir bräuchten vielleicht ein bisschen mehr von diesen Vakuum-Tubes. Oder wir können einfach bei der den Radius erhöhen. Wie hoch geht der Radius? 3? Ach, okay. Oh, dachte schon, der nimmt so große Werte an. Packst du den beim Spawn hin, machst einen Radius von 3000 und sobald irgendjemand irgendwas fallen lässt, bupp, direkt im Spawn. Ah, das wäre schon sick. Ja, aber so ist in Ordnung. Das heißt, wir müssen das Ding hier verschieben. Und wir brauchen noch Glas. So, das heißt, hier kommt das Endding hin. Ich weiß nicht, ob es lustig oder einfach nur traurig ist. Das ist so dieser ganz schmale Grat dazwischen. Weia. Ach, leck mich doch. Nee, das war ein zu weit hinten. Ach, Himineschen, ey. Ach, Himineschen. Gut, wir brauchen noch mehr Glas. Und wir brauchen vor allen Dingen auch Wasser. Jetzt haben wir natürlich in unseren beiden Eimern Lava drinne. Ist egal, dann nehme ich die Lava gleich mit. Weil eigentlich, wir haben ja gesehen, die Lava kann auch umzerfließen.
Aber egal, dann platzieren wir da gleich wirklich zweimal Lava. Lass mich durch, ich bin Arzt. Dich brauchen wir und dich brauchen wir und wir brauchen ganz viel Glas. Ganz viel Glas. Oh mein Gott, Glas. Glas, Glas. Okay, aussetzen. Ach ja, wir haben ja kein Glas mehr. Ups. Warum haben wir kein Glas? Wir hatten noch massig Glas, oder nicht? Hast du nicht massig Glas gehabt? Guck mal, hier ist Glas. Und hier oben ist auch Glas. Na, läuft ja gut. Egal, daraus können wir leider keine Glasblöcke mehr bauen. Glaube ich. Kann man daraus Glasblöcke bauen? Nee, nee, sieht nicht so aus. Gut, das heißt, wir brauchen ganz viel Sand und müssen den Sand einschmelzen. Ich räume jetzt mal mich hier aus. Das hält seinem Kopf nicht aus. Weg, 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 weg. Ach, schon viel Holz haben wir jetzt. Dankes Hören. Futterkiste. So ungefähr. So, 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 so. Jo. Hätten wir das auch. Apropos Futterkiste. Wir brauchen mal Futter. Hatten wir nicht viel mehr? Ach ja, klar, unten. Irgendwie haben wir unten haufenweise Zeug. Kann ich eigentlich das Honig auch gleich mit da unten nehmen, oder? Aber bei nee, lass lieber oben, weil wir selber kein Honig anbauen. Und dementsprechend wird das immer so ein Nischenprodukt bleiben bei uns. Von daher. Haben wir noch irgendwas, was mehr Nahrungswerte hat? Wir können auch bestimmt irgendwelche Sachen backen oder so, oder? Brote zum Beispiel. Brot ist gut. Nehmen wir mal ein paar Brote mit. So, die beiden packe ich mal nach unten, bevor hier noch ein Unfall passiert. So, wir brauchen immer noch Glas. Das heißt, wir brauchen Sand. Let's go. Haben ein bisschen Lava. Wir haben sogar noch ein bisschen Kies. Egal. So siehst du, eigentlich kann ich ja hier raus wieder. Mach einfach so. Dankeschön. So. Ein bisschen Ordnung hier. Danke. Oh, ist aber gleich fertig. Mann, diese MV-Öfen, die sind so scheiße schnell. Da kriegst du ja. Kriegst du per Paranoia Platzangst hier. So, halt. Wir brauchen. Achso, siehst du, genau. Wir brauchen ja noch diese komischen Dinger, die Dinge abbauen. Dann nehme ich am besten gleich mal noch ein bisschen Mesekorn mit und ein bisschen Pipes. Und wir brauchen ja auch noch diese Vakuum. Wobei brauchen wir nicht. Nee, brauchen wir nicht. Das heißt. Was? Nee, halt. Das hier. Hier. Das hier. So, und da brauchen wir noch einen von. Problem ist, wir haben davon immer zwei gebaut, ne? Ah, nee, ist doch einer. Ach, stimmt, wir hatten zwei gebaut, weil wir hier immer recht so viele bekommen haben. Ah, ja, da war ja was. Gut, wir brauchen bloß Ketten und Schmiedestahlbarren. Und Ketten haben wir noch. Wir brauchen also bloß Schmiedestahlbarren. Alles andere, easy. So, Ketten, 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 da. Was braucht man noch? Pisten hatten wir. Da. Achso, Stein und Holz brauchen wir noch. Na gut. Können wir jedes Holz nehmen? Ja, wir können jedes Holz nehmen. Dann nehmen wir auch mal das Holz hier. Und das Holz hier. Ihr könnt das da liegen bleiben. Lass mich durch, ich bin Arzt. So, wir brauchen noch Clean Stone. Clean Stone brauchen wir noch. So. Alles. Was? Ach ja, wir müssen erstmal die Zahnräder bauen. Alles. So, wir bekommen 6 Stück.
Ich lasse das erstmal auf 6. Bekommen wir nämlich schon zwei Dinger hiervon. Wir können natürlich, ich meine, das wären jetzt vier Anlagen, also vier so eine Dinger, also vier Abbaudinger. Wir können natürlich doch gleich auf 6 gehen oder auf 8 oder so. Wobei es denn schon fast sinnvoller wäre, die Anlage direkt bei uns hier hinzubauen, bei uns im Keller. Und bei der temporären Anlage, so eine riesen Anlage hinzubauen, bringt halt gar nichts so. Das heißt, dann gehen wir eigentlich. Sprach in der Bubble. Dann gehen wir direkt full in und bauen die Anlage hier bei uns auf. Da wir jetzt wissen, dass sie funktioniert, wäre bloß noch die Frage, wo wir sie hinbauen. Ich meine, wir können doch hier noch eine Etage runtergehen und noch eine Etage ausheben. Huhuhu. Wobei hier durch die Schräge müssen wir denn hier zwei Blöcke tief gehen, was aber auch kein Problem wäre. Oh, das klingt gut, das klingt sehr gut. Gut, dann baue ich also die Anlage ab und dann bauen wir sie hier unten auf. Was mache ich hier gerade? Ganz ehrlich, eigentlich doch, kann hier erstmal alles rein. Wir wissen ja, dass alles, was nach dem Zeug kommt, hier eigentlich nicht reingehört. Es besteht also keine Unordnung oder so. So, dann bauen wir mal die Anlage ab. Achso, brauche ich aber noch einen Eimer, um die Lava mitnehmen zu können. Baue ich mir direkt noch ein paar Eimer, weil ganz ehrlich, kann die schaden und so. Achso, Schmiedeeisen habe ich jetzt da unten rein. Ist schon aber doch in Ordnung. Danke dafür. Ich baue mal noch einen Eimer. Einfach damit wir die Lava, die wir da jetzt haben, nicht wegschmeißen müssen. Und ganz ehrlich, ich baue gleich mal noch ein paar Eimer. Damit ich weiß nicht, wir ein paar Eimer haben. So, haben wir 8 Eimer. Ist eine schöne Zahl. So kann es bleiben. Gut, na dann. Hey. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie groß ist die Anlage? Wie groß müssen wir den Bereich unten ausheben? Also wenn wir das Ding hier wirklich so lassen wollen, wobei ich dann unten wirklich schon wahrscheinlich mit 2,7 arbeiten werde. Ich meine, wir können mal gucken. Wir brauchen jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8er Breite. Okay, das heißt für die Anlage komplett. Ich meine, es ist ja logisch. Wir haben vier Einheiten und jeweils zwei noch links und rechts nebenbei. So, das ist also das, was wir brauchen. Dann können wir so unten mal gucken. Mal. So, hier müssen wir jetzt erstmal raufkommen. Oh, na gut, hier ist natürlich. So, danke. Ich mach mal kurz. Hier ist Glas weg. Gut, hier wollte ich jetzt eigentlich noch nicht das Glas wegmachen, aber okay, auch egal. So. Jutchen. Achso, ist da noch Kohle drin. So.
damit. Oh, ich bin voll. Scheiße. Weg mit dir. Ja. Oh, hat er gepasst. Danke. Wobei, die Sachen passen ja auch nicht mehr rein. Ich brauche mir Platz. Kann noch irgendwas weg? Ach komm. Backpack. Ja, damit. Dass ich einfach alles gleich schnell weggehen kann. So, jetzt habe ich natürlich eine riesige Scheiße. Dann muss ich gleich mal noch wieder mit Erde auffüllen. Hol ich mal kurz Erde. Denn das können wir natürlich so nicht lassen. Ist so, ist das jetzt eigentlich normaler Sand oder dieser Silbersand? Das müsste dieser nee, ist der normale Sand. Oh ja, siehst du, das ist doch mal Nahrung. Easy. So. Schnauze, Schnauze. Alle hassen mich. Ich nehme sich jetzt einfach mal beides mit. Weil ich weiß jetzt schon, wenn ich nur normalen Sand mitgenommen hätte, dann hätte sich das, während sie weg waren, der gesamte Sand dort verwandelt zu Silbersand. Weil mein Schicksal immer so, nee Junge, du heute nicht. Because I don't like you. So. Ich bin immer noch so voll hier. So, unsere Bilanz in den letzten 8 Folgen. Wir haben nichts geschafft, wie man sieht. Alles noch so, wie es war. Ja. Ich meine, wir haben jetzt das Wissen, wie es funktioniert. Und wir haben jetzt alle Bauteile. Das heißt, wir können die Anlage jetzt direkt unten aufbauen. Das sollte also ratzfatz gehen. Wobei wir natürlich erstmal die Keller aufheben müssen, ne? Ganz klar. So. Guck mal, alles weg hier. Hallo? So, nehmen wir da, wir nehmen mal das Ding. So, das sind schon mal die zwei und jetzt müssen wir, die Frage ist, wie groß brauchen wir den Raum? Machen wir den genauso wie den hier 4 hoch? Ich würde mal sagen, ja. Achso. Gut. Ich dachte schon, hier ist irgendwas. Aber nee. Hilfe! 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 Ja, wir haben natürlich keine Leitern dabei. Sehr praktisch, wenn man nach unten kramen möchte. So. Boah, Alter. Mein Hirn gerade so. Nö, Junge. Heute nicht. Wir nehmen mal hier ein bisschen Cleanstone mit. Weil dann können wir nämlich hier gleich an der Seite die Steine hier bauen. Bevor wir die Leitern ranklatschen. Das macht ja voll Sinn. Na gut, ob das jetzt gerade Sinn gemacht hat, hier runterzufallen, weil das weiß ich jetzt nicht. So. Bup und bup und bup und danke. Danke. Reicht das mal aus. Jetzt muss ich mal gucken. Genau. So, das heißt, wir haben jetzt hier 2, 2, 2,
Deckenhöhe plus 1, 2, 3, 4 Raumtiefe. Jetzt ist die Frage, wollen wir den Grund hier auch wieder aus Cleanstone machen? Wobei eigentlich müssten wir jetzt ja die Decke da oben. Wobei hier können wir Cleanstone lassen, da wir ja doppelten Boden haben. So. Ich mach mal da dran hier. Da, da, da. Eins, zwei. Genau, das heißt, auf der Höhe hier ist der Raum. Warum ist da Licht? Oh, warum sind die. Oh, warum hasst mich mein Leben heute? Gut, wir kommen hier nicht lang, weil hier ist alles tot. Was geht hier ab? Achso, hier ist einfach nur Tunnel. Gut, hierauf müssen wir aufpassen. Das ist natürlich. Ja. Da müssen wir uns die Gedanken machen, wie wir diesen Schandfleck da beseitigen. So, das ist auf jeden Fall erstmal die Decke. Das heißt, wir können es eigentlich gleich direkt auf der Ebene wegmachen. So, wie kann man den nochmal einstellen? Also, müsste er richtig eingestellt sein. Aha. Aha. So, hier müssen wir jetzt aufpassen. Das heißt, hier gehen wir erstmal so und dann dahinter. Aha. So, das heißt, wir haben jetzt hier drei. Wir müssen jetzt also hier auch drei. Eins, zwei, drei. Mann, ist das schnell. Das Ding baut so schnell ab. Wobei wir können eigentlich immer gleich vier machen, weil wir wollen ja hier eine Wand reinziehen. So, ich muss jetzt aufpassen, dass ich das Kabel nicht beschädige. Eigentlich kannst du weg und du weg. Der hier muss wahrscheinlich bleiben. Ist nicht das Schönste von der Welt, aber gut. So, und jetzt nur genau 1, 2, 3. Das heißt, die Reihe muss auch noch weg. Ach, fuck my life. Warum ist hier. War. Ja, Ja, ist natürlich jetzt genau auf dieser Höhe. Warte mal kurz, bis wo geht der Raum? Der Raum. Ja, nee, der Raum geht. Ja, nee. Der würde voll hier vorbeikommen. Aber vielleicht kann man das sogar integrieren. Dann kommt man vom Keller aus direkt da unten rein. Weil der Keller geht ja noch eine Etage weiter runter, ne? Der geht ja. Warte mal kurz. Jetzt bin ich raus. So, das hier ist die obere Deckenschicht. Da kommt dann noch eine untere Deckenschicht dran, so auf dieser Höhe hier. Das heißt, hier unten geht es auch noch eins nach unten. Also ungefähr so. Und das wiederum bedeutet. Lieber mit der Spitzhacke. Dass wir hier auf der gleichen Ebene rauskommen. Das heißt, das Ding kann man gut in den Raum integrieren. Dann machen wir es doch so. Warum bin ich runtergefallen? So, jetzt müssen wir natürlich noch gucken. Auf welcher. Ja, alles richtig. Da, 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 da. Genau, der Boden bleibt so, der bleibt Cleanstone. Nur hier müsste man das wegmachen. So, dann jetzt die Wand. Das heißt, von der Größe her mache ich den Raum einfach genauso lang wie den anderen Raum darüber auch. Damit ich weiß, wo das geht, mache ich hier einfach mal ein Loch rein. Oh. Ich fühle mich etwas verraten.
So, bis hier geht der ganze Gig. Müsste jetzt eigentlich, nee. So, hier muss ich wieder aufpassen, wie in der Leitung. So. Klingstone. Aber wir werden wahrscheinlich ein bisschen mehr Klingstone brauchen. Überall liegt die Cobblestone rum. Hallo, ich bin der Cobblestone-Beauftragte. Hallo, Cobblestone. Ich bin's, dein Fadi. So, wir brauchen noch ganz viel Cleanstone. Zum Glück haben wir ganz viel Cleanstone. Ist also kein Problem. Können wir hier gleich wieder reinsetzen. Die Markierung brauchen wir nicht mehr. So, jetzt müssen wir natürlich, fällt mir gerade ein. Verdammt. Das. Okay, das heißt, das Kabel ist in dem Raum. Weil auf die Höhe kommt dann die Mauer. Habe ich ein Licht? Danke. So. Na, wo kommt das Wasser her? Da habe ich sogar ein bestellt. Nein, nicht die Fackel. Nein! Ich hasse dich. Oh nein. Oh nein. Nein, meine ganzen Fackeln. Die ganzen schönen Fackeln hier, ey. Du noch da. Du noch da. Irgendwie so, I don't know. Ja, das ist natürlich, gut, echt, die Reihe dürfte man aber auch nicht sehen. Weil es ja genau die Kante eigentlich. Das heißt, die kann ich eigentlich direkt hier so wieder zumachen. Das müsste ja denn genau auf der Höhe. Ne, das dürfte ja genau die Kante sein, die man nicht mehr sieht. Das heißt, du musst noch weg und du musst weg. Du musst wahrscheinlich auch weg. Wenn nicht, ist sie jetzt weg. Dann ist das halt so. So, jetzt sind wir hier drei Blöcke. Ja, und das ist also hier genau das gleiche. 1, 2, 3. Und auf der Höhe. Muss alles weg. Abgesehen von dem Dach. 1, 2, 3. Hier kann alles bleiben. Genau. Ja, wie gesagt, der Stein hier muss man gucken. Ob man hier einfach dann nochmal Cleanstone lang geht. Aber das wird sich dann zeigen, wenn der Raum komplett fertig ist. Petri gefühlt. So. Jutchen. Doink. Gut, dann kommt jetzt die erste Wand hier rein. Aber wie ist es darum jetzt nur 3 hoch? Wollten wir nicht 4 hoch machen? Fehlt uns also noch eine Ebene.
Ja, wird auch eine Ebene. Ach, ein Nähchen. Ja, der eine Block, der fällt gar nicht auf. Den lassen wir einfach so. Ein Aufschlag, dass es niemand sieht. Ich meine, dieses Let's Play guckt sowieso keiner. Von daher. Was machst du da? Weg mit dir. Ich muss mal kurz überlegen. Aber den ist ja doch zu hoch. Hä? Ich wollte doch die Decke 2 hoch machen und dann hier unten 4 Blöcke. Wieso habe ich denn jetzt nur noch 3 Blöcke hier? Ich meine, es ist alles kein Problem. Ich kann auch diese beiden Dinger noch eins runtersetzen. Es wäre also alles überhaupt kein Problem. Aber es wundert mich halt nur gerade so ein bisschen. So, schon der Fahrstuhl wieder. Die Tür stimmt auch wieder. So, hier muss der Cleanstone rein natürlich. So, und jetzt kommt nämlich der Boden auch weg. Damit hätten wir das. Okay. So. Da. Das wird ein Raum, ey. Dann, wie es weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich habe ja schon 8 Folgen. Naja, ziehe ich halt durch. Bis dann.